Jo, was geht ab? Liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dirt 4 mit dem drittletzten Rennen in dieser, ja, durchaus interessanten Rallye-Karriere, muss ich sagen. Auf jeden Fall litt ein Hilfchen heute an. England, los geht's. 6 Rennen, wie immer. Wir haben jetzt Schweden durch, wir haben Frankreich durch und jetzt geht's weiter in England. So, die Strecke ist 1,3 Kilometer lang. Gleiches System wie immer, 6 Rennen, also 4 Vorrundenrennen, das Halbfinale und dann das große Finale um den finalen Sieg. 4 Runden, also 16 Runden insgesamt, plus nochmal 2, sind dann 6, 4, 22, 28 Runden müssen wir um diese Strecke rum. So, gleiches Spielchen wie vorher auch. Und dann gehen wir rein. Ich habe wechsel danach okay, mal das Auto auch. Weil ich will den sehr gerne fahren, Mann. Ich habe mir danach mal den Zert kaufen und den Fokus verkaufen. So, los geht's. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf England. Danke fürs Abschießen, Penner. Oh mein Gott! So. Natürlich müssen wir jetzt wieder voll aufs Rennen konzentrieren jetzt. Gott sei Dank sind die Jungs da vorne nicht so stark, dass wir das Video so will. Na, den habe ich jetzt. Das war jetzt keine Absicht. Den habe ich jetzt echt nicht gesehen, den Jungen. Wichtig ist, dass wir führen. Ja, 5 Rennen, also da, danach haben wir noch mal 2. Danach geht es, glaube ich, Portugal noch und Norwegen. So, dann haben wir jetzt England gerade auch erledigt, den ersten Lauf erledigt. Reicht es für Platz 1 oder reicht es am Ende nicht? Sehr gut, ich bin sehr zufrieden. Dritter. Ich hatte es fast erwartet. Lauf Nummer 2. Wir müssen es anstrengen. Bereit. Grün. Los, los, los. Machen wir weiter. Na los.
Der Drecksack hat nämlich schön nochmal rausgehauen. Ich glaube, es geht eher um die Gesamtzeit, dass wir die definitiv unterbieten müssen. Darf ich mich nicht nervös machen, dass mal die Heckklappe hinten offen ist? Aber jetzt ist sie wieder zu, Gott sei Dank. Ich will hier ins Halbfinale, definitiv. Nicht erster. Ich muss die 37 oder wie. Ich glaube nicht, dass es reicht. Gewonnen. Gut gemacht. Oh, ich habe sogar gewonnen. Doch. Hat gereicht. So, und wann mal filmen wir wieder. Jetzt Lauf Nummer 3. So. Lauf Nummer 3 läuft an. Da bist du auf jeden Fall. Wie es aussieht, fahren wir um den Sieg mit, sobald alle Fahrer ihre Joker-Runden gefahren sind. Ja, scheiße, die muss ich auch noch. Darf ich definitiv nicht vergessen gleich. Ich glaube, dass wir um den ersten Platz kämpfen, sobald die anderen ihre Joker-Runden gefahren sind. Wow, wow, wow. Dein linker Hinterleib ist platt.
Ja, damit haben wir es sich das mit dem Sieger lief. Ich dachte, das Ding kannst du einfach so umfahren. Anscheinend ist dein linker Hinterreifen komplett abgefahren. Ja, Tim hat sich erledigt. Ja, bin ich auch. Scheiß Ding. Mit dem scheiß Reifen da. Die Runde ist eh durch. Kurz knicken. Ich weiß, wir jetzt auch um den Sieg, wenn man einen persönlichen Sieg holt, aber nicht um den Gesamtsieg. Katastrophe. Die Rennkommissare haben entschieden, dich nicht wegen Abkommens vom Kurs zu bestrafen. Sogar doch noch erster. Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet, dass ich da noch die 50 Punkte hole. Krass. Hätte ich definitiv nicht erwartet. Ich hätte das Ding so gnadenlos verkackt, eigentlich, hätte ich gedacht. Lauf, hier müssen wir es nochmal richtig krachen lassen. Ausgebremst, vorne rangesetzt. Das ist eine Top-Zeit. Das ist eine gute, sehr gute Zeit auf jeden Fall. Kein anderer Fahrer auf jeden Fall die Joker-Runde noch gesetzt haben muss. Haben wir dann eben auch. Jetzt ist er wieder Joker-Runde tatsächlich. Oder ist er auf der Joker-Runde? Heißt das wahrscheinlich sogar. Sehr gut, das ist ein Sieg. Sehr wohl. Gott sei Dank nochmal auf den letzten Drücker nochmal die Zeit gut gemacht.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das war nochmal, nach dem Ausrutscher im ersten Lauf, war das definitiv nochmal ein Klatsch. Und wieder scheiterte der Mini. Wunderbar. So, letzter Lauf. Vorletzter Lauf, schon. Halbfinale. Lauf Nummer 5. Die Ampel ist rot. Da hatte mir Schimmer mehr nochmal. Krieg das schon hin. Das Gute ist, dass alle schön auf der einer Linie sind. Komm mal weg. So, wir werden nach der, es wird auch der letzte, jetzt werden mit dem Ford Focus RS sein. Wir werden uns danach definitiv den Zertifizier noch zulegen. Ich möchte gerne auch mal in das Auto wechseln. Das ist ja der dritte Gesamtlauf, den wir noch gewinnen müssen. So, ist ein 30-9, ich bin 6-7 gefahren und hab das Ding gerockt. Und die Joker-Runde haben wir. Wir müssen ihre Joker-Runde noch fahren. Jawohl! Da ist endlich mal eine Zeit rausgekommen. Ah, jetzt kommen wir mal, sind doch mal die Zeiten, nur trotz des kleinen Andeckens hier eben. Hier fahre ich jetzt nicht nochmal rüber. Wie alle schön aufeinander kleben hier. Zweifel mache ich mir Platz. So. Entschuldigung. Ja, komm, das gewinnen wir jetzt noch. Mit der letzten Zeit haben wir es auch am Ende nochmal hingekriegt. So, letzte Rennen. Das große Finale hier aus England. Rot, mach dich bereit.
So, da hältst du alle auf, liebe Leute. Oh, nerv mich nicht. Da habe ich schön weggeschossen gerade. Da, komm, das kann man hin. So fing das Finale eben auch an. Oh, Platz, Herr Kollege. Hey, was soll ich da machen? Da habe ich gerammt. Da hat er mich gerammt und nicht ich ihn. Ja, ich hoffe schon. Ich glaube, ich habe mich aber groß genug sein. Vorne ist der Fiesta. Wir müssen noch führen. Ein Auto hat noch keine Joker-Runde gesetzt. Der momentan platzierte Hansen, der hat noch keine Joker-Runde. Muss aber seine Runde noch setzen. Hat er noch zwei Ründchen Zeit. Das hat er auch gesetzt. Die ist nun mal Pflicht. 37,6. Ich denke, dass ich mal um 36,4 gefahren bin. Aber ist auch nicht traumatisch, wenn ich sie nicht war heute. Plötzlich sind wir wieder dran, auf jeden Fall am Feld. Also sieht die klare schnellste Auto auf dem Platz, auf der Strecke. Das gefällt mir gerade nicht. Sie will mich schöner wegschießen, wenn jetzt mit. Er hat zeitmäßig. Du könntest bestraft werden. Reicht auf jeden Fall Platz 1, also es wird keine Zeitschaften geben. So, 25 weitere Punkte. Ja, dann haben wir das Thema England auch erledigt. So. Gut. Und dann sehen wir uns morgen wieder in Portugal um 14 Uhr. Bis dann, tschüss.